Willkommen hier wieder zurück zu Dragon Quest Treasures. Erstmal gucken wir jetzt, was mit unseren Monstern ist, die wir entsendet hatten. Noch 4 Minuten, noch 19 Minuten. Noch 19 Minuten im Einsatz, okay. Also da kann ich euch schon mal sagen, diese Minuten sind nicht abhängig davon, oder sind abhängig davon, ob ihr spielt oder nicht. Nee. Also wenn ihr spielt, gehen die Minuten runter. Wenn ihr nicht spielt, bleiben die Minuten stehen. Das ist nicht reale Zeit abhängig. Es ist halt spielzeitabhängig. So, dann schauen wir mal weiter. Where could the Dragonstones be? Kragenweiten. Knochentrocken, Dünenrippenwall. Eigentlich das, wo ich jetzt so zurzeit am besten hin könnte. Mal gucken, ja, diese ganzen Prozente und alles, das ist, ja. Und danke für den Hinweis mit den Schatzräubern. Dann brauche ich jetzt ab sofort nicht mehr abhauen. Das wurde aber auch echt blöd erklärt. Jedes Mal bin ich schnell zurückgereist und habe gedacht, scheiße, jetzt klauen sie mir die Schätze. Nee, die wollen mich direkt angreifen. Da, wo ich bin. Ich bin überall hingerannt, ne? So. Dann gehen wir mal runter. Und hier sind wir in der Wüste. So, sammeln wir erstmal alles ein. Oh, Stärkungskugeln. Okay. Jahrelang war ich Herr Blechheimers treuer Begleiter und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Deshalb war ich hoch erfreut, als ich erfahren habe, dass die Firma wieder auf die Beine kommt. Es ist meine Ehre und ein Vergnügen, wieder hier zu arbeiten. Achso, hat aber gar keine Aufgabe für uns, okay. Einfach nur so. Aber ich könnte mir mal wieder Steine holen. Dieses Geschäft ist schon seit Ewigkeit zu, aber dann habe ich gehört, dass die Züge wieder fahren. Ich kann ja wohl meine Fort nicht geschlossen halten, wenn ich mich um meine Kunden kümmern muss. Apropos. Okay, googeln. Davon habe ich ja genügend, ey. Kirsch, Knister, Heilung. Na, Heilung kann ich auch ein paar mitnehmen. Kumpelkugeln. Kriegen wir gerade Rezept, schmierige Schorle Rezept. Gelbes Juwel, halt man. Nahrungen. Da könnte ich alles kaufen, was ich haben wollen würde. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch für Aufgaben haben. Hier sind ja einige. Gib dich zu dem Ort, den die Karte zeigt. Begib dich zum Bahnhof Schattige Oase. Da waren wir ja schon. Und das hier ist dann der andere Bahnhof, ne? Okay. Na dann. Warten wir jetzt zu dem Ort, den die Karte mir zeigt. Erstmal noch eine andere Kugel auswählen, ne?
könnte da eigentlich runtergehen und könnte unten aufräumen. Hm. Und da käme ich dann wahrscheinlich wieder hoch, aber ich brauche keinen Golem. Und hier gibt es auch keinen Schatz. Insofern kann ich hier eigentlich weiter. Aber halt, da unten muss ich hin. So ein Glück, ein Portal. Dann gehen wir mal in das tolle Portal, was hundertprozentig wieder so ein Dungeon ist, der... Ja, genau. Wieso sind die Stufe 21? Oh Mann. Schön, Stufenaufstieg, das finde ich gut. Aber was haben die denn für eine hohe Stufe, dafür, dass ich hier am Anfang bin? Wachsen die Dungeons da mit oder so? Könnte das sein? Ich bin hier im Anfangsgebiet von Stufe 6. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Aber mein Dolch ist schon wieder aufgeladen. Voll und komplett. Ich könnte hier also jetzt wieder richtig wegbashen. Oh komm, ist die erste. Machen wir mal. Nehme ich mal ein paar Belinda und hau mal auf die drauf. Ein Drachling. Ein Königinnenschleim. Schon wieder ein Königsschleim. Nehmen und explodiert. Hm. Dann machen wir so. Na, ich muss weg. Ja. Wunderbar. Na super, es hat nicht wirklich was gebracht. Dann kommen wir jetzt mit Tigerchen. Die Wittergebrüll. Schatz und eine Münze. Aber nicht genügend Erfahrungspunkte für noch ein Level-Up. Hm. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn da für schöne Münzen jetzt eigentlich im Repertoire? Achso, das sind die neuen. Okay. Mehr Leben, mehr Angriff.
Angriff ist natürlich immer lohnenswert. Oh, mehr Angriff und mehr Leben. Schick. Schick geht runter, dafür geht Angriff hoch. Angriff sollte ich eigentlich nehmen. Weil aktuell weiche ich ja wirklich gut aus. Zick-Experte. Okay. Dann geben wir ihm auch erstmal was, ne? Er hat ja auch was verdient. Mehr Leben. Mehr Magie. Na komm. Bin bei ihm geschickt, komm. Ein ganz geschickter Junge. Halt, hat er das nicht schon? Das ist ja doof, das wird ja gar nicht... Nee, kann er noch gar nicht haben. Halt, das ist noch geschickt, ne? Okay, oh, Safti. Du kannst ruhig noch... ...das bekommen. Ja. Aber Linda kann noch was da bekommen. Da sind wir jetzt gut ausgerüstet. Sind es zwei Klumpen? Hinter ihm ein Schatz oder nicht? Nee. Was nun, Kaktus? Jetzt ernsthaft? Alter, du schmierige Hand. Ist das eine schmierige Hand? Komm, dann machen wir jetzt den Golem auch mal fertig. Ich möchte jetzt halt wissen, was ist jetzt da. Weil ich jetzt hier schon unten bin, dann möchte ich das auch wissen. Ein Rubin-Golem, der muss anscheinend was Seltenes sein. Wieder Sachen, die sind selten. Okay. Er hatte einen Schatz bei sich. Oh. Okay, und hier soll jetzt irgendwo ein Schatz sein. Das ist hier der Schatz? How much is this worth? Hey, sag meiner nicht, dass es sich gelohnt hat, jetzt hier runterzugehen, ne?
So. Oh. Nö. Wir gucken erstmal. Hier komme ich ganz woanders hingetragen, ne? Hier ist der Anfang. Und hier ist nur eine Rüstung. Eine Wüstenrüstung, wo ich höher könnte. Ich meine, ich bin Stufe 24. Was soll schon passieren? Ach doch, was soll schon passieren? Außer ein Stufenaufstieg. Haha. Dann geht's zum nächsten. Vielleicht finden wir hier einen großen Schatz. Oh, der hat mich erwischt. Normalerweise buffst du dich doch erst. Glaub's ja nicht. Normalerweise stärkt er sich erst und dann greift er an. Jetzt hat er erst angegriffen und dann hat er sich gestärkt. Das war halt meine Fehleinschätzung, die ich da hatte an der Stelle. Seidenblüten. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das ist immer so schön. Nein, ich wollte nicht den Schatz suchen. Ich wollte eigentlich hier nur hochspringen. Hm? Cyberbully? Nice. Ist verlockend, der Cyberbully. Dann könnte man sich glatt mal snacken. Was haben wir eigentlich für antiklichen Quests? Ist auch noch eine nette Sache herauszufinden. Tägliche Mission. Bringe eine Medaille. Krempenschweine hatte ich noch gar nicht gesehen. Sieh dir die Schatzvision an. Aha. In die verfallene Straße in Eleklole, Loa. Ja. Eleklole, okay. Keine Ahnung, wo die sein soll. Hey, wo ist mein Kumpel hier? Wo ist Blanco? Wird mir jemand sagen, wo Blanco ist? Nein, kann mir keiner sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Cyberbully wirklich was Besonderes ist, aber... Natürlich werden wir gleich angegriffen. Das war zu simpel. Hier ist auch nirgendwo ein Schatz. Hier kann ich auch nirgendwo höher. Nein. Okay, jetzt hier wieder hoch. Hier oben ist aber auch so aktuell erstmal nichts. Dass ich hier sogar wieder runter kann. What a beautiful place. Da sind ein paar Draco, die schlafen. Eine Wüstenrüstung.
Ja, das ist eigentlich so der, den ich jetzt am ehesten mir vorstellen könnte, jetzt zu erledigen. 0:30 ist nämlich relativ gut machbar. Rivalenteam nähert sich. Wo ist es? Ich suche es. Das Ding ist, ich kann ja jetzt nicht irgendwo. Ne? Wenn die einen vom Rücken her angreifen, dann. Ah, ist das nervig. Komme ich da hoch? Nein. Da bin ich immer zu schnell. Da könnte ich noch was machen. So. Dann wär's mir hier bei der Seite. Ist gerade echt runtergesprungen. Hat er sich jetzt gerade geheilt, die Sau? Danke. Ah, das ist Rivalenteam. Seht ihr, das meine ich ja. Da ist er. Komm, lass mir hier die Krempen, Sau. Warum bringst du mich denn zum Einschlafen, hm? Mich jemand mal wecken. Denn das Rivalenteam wurde besiegt und ich habe nichts gemacht. Das ist das Geilste an der ganzen Sache. Besiegt das Rivalenteam und muss dafür nichts machen. Nun gut, da haben wir das Rivalenteam besiegt. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschüss.